Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Zeit wieder für ein neues kreatives Video und heute stelle ich euch das neue Showcase 31 vor. Das nennt sich Eternity Vase. Es ist eine Geschenkbox in einer Vasenform. Das beinhaltet 49 Tanzschablonen und ihr könnt drei verschiedene Größen damit gestalten. Es ist auch eine Anleitung dabei in Englisch, aber es ist machbar, sowas auch zu übersetzen. Aber dafür mache ich jetzt auch ein Anleitungsvideo gleich hinterher. Vorher möchte ich euch gerne die Standschablonen vorstellen. Und zwar, das lege ich mal zur Seite, denn ich habe nämlich hier alles schon ausgestanzt und wir gehen Stück für Stück die einzelnen Vasen durch. Ich habe auch einen Prototyp schon gemacht. Das war meine allererste Box. Das ist diese 6er Box. Die sieht natürlich nicht so schön aus, aber ich teste ja vorher immer meine ganzen neuen Sachen, sage ich jetzt mal, aus, um halt mich damit weiterzuentwickeln und zu wissen, wie das alles funktioniert. Das ist meine, ich sage jetzt mal, erste Idee. Wie gesagt, das war mein Prototyp. Die 6er Box. Die sechseckige Vase. Und das ist die viereckige Vase, also die hat vier Ecken. Und man kann sogar noch eine achteckige Vase daraus gestalten. Und ja, ich sag einfach mal die Größe hier an. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Ungefähr 14,5 cm ist diese Vase hoch. Ja, die ist ungefähr 16,5 cm hoch. Und hat einen Durchmesser, ja, so circa 14 cm, 14,5 cm breit. Und ich gehe jetzt einmal Schritt für Schritt mit euch durch. Erstmal stelle ich euch gerne die Standschablonen einmal vor. Wir haben einmal die Wand. Ich lege das einfach mal hier hin. Das sind die Wände. Dann haben wir quadratische, weil wir auch quadratisch quasi den Deckel und den Boden machen können. Dann haben wir die sechseckige Form, also so ein Hexagon. Und einmal für die achteckige Box. Und dann haben wir hier die Stege, das sind hier diese, einmal der Boden und einmal den Verschluss für hier oben. Hier habe ich nur einen Fehler gemacht, ich habe das hier oben zugeklebt. Kann man auch machen, wenn man sie nur dekorativ irgendwo gerne hinstellen möchte. Ja, und dann haben wir noch einzelne Elemente zum Dekorieren. Hier einmal mit so einem floralen Muster. Dann nochmal so ein Muster. Also ihr könnt sie wieder wunderschön gestalten. Und ich habe jetzt hier schon alles vorbereitet. Für die viereckige Box oder auch Vase genannt, benötigt man zwei von diesen Wänden. Von diesen hier. Bei der sechseckigen Box benötigt man drei von diesen Wänden. Und für die achteckige Box benutzt man oder braucht man vier Wände. Und dann halt setze ich das alles automatisch zusammen. Für die sechseckige Box braucht man natürlich die Hexagon, also die sechseckigen Stanzen. Das ist diese hier, genau. Und für die achteckige braucht man natürlich die größeren Stanzen. Formen und für die quadratische natürlich die quadratischen. Ja, das war's auch mit dem Vorstellen von dieser Vase. Also es kann man wieder wunderbar auch als Teelichthalter benutzen, also zur Dekoration natürlich flammlose Teelichter verwenden. Ne? Man kann natürlich alles ausstanzen, so dass man daraus, wie gesagt, einen Teelichthalter machen kann. Also da gibt es wieder viele Möglichkeiten, um das auszudekorieren und
um es zu verschenken oder um es selbst hinzustellen und so weiter und so fort. Wir fangen an. Ich muss selber noch mal hier schauen, denn ich möchte das euch ja auch richtig erklären. Also, wir benötigen für die achteckige Vase oder auch Box genannt, vier von diesen Wänden. Dann haben wir diese Streifen, das ist, ich lege das noch mal hier hin, das ist dieser Boden. Habe ich jetzt zweimal ausgestanzt. Das bleibt auch so. Bei der 6 Box muss man einen Streifen auch halbieren und dann muss man das dann quasi verbinden. Dann haben wir von diesen hier, von diesen schmaleren Streifen, da habe ich jetzt 4 ausgestanzt für die achteckige Vase. Das ist nämlich oben der Deckel. Und dann gibt es noch ganz kleinere Teilchen. Da muss ich noch mal genauer schauen. Da brauchen wir auch auf jeden Fall 4. Und dann gibt es natürlich noch, damit der Boden besser natürlich hält, ne, ob oben und unten. Da haben wir diese, ich sag mal, Stoppschildgröße. Also diese achteckige Stanzform. Von den kleinen habe ich 2 ausgestanzt. Von den mittleren habe ich 2 ausgestanzt. Und von den größeren brauchen wir 4. Ich hoffe, ihr kommt mit. Wenn nicht, macht ihr zwischendurch Pause. Das legen wir schon mal erstmal zur Seite. Das brauchen wir erstmal gar nicht. Das kommt relativ zum Schluss. Wir kümmern uns um die Wände. Das sind insgesamt 4 Stück. Und die müssen wir erstmal verbinden. Ich werde jetzt hier erstmal Kleber aufbringen. Ich werde das jetzt alles verbinden. Und so möglich wie es geht, die Falzlinien einhalten. Dann habt ihr auch später ein schöneres Ergebnis. Das werde ich jetzt erstmal nach hinten legen, damit der Kleber sich richtig gut verbinden kann. Dann nehmen wir die langeren, breiteren Streifen. Das sind diese hier im Set. Die müssen wir auch verbinden. Also in der Anleitung ist die 6-Box, Anleitung. Und das, wie gesagt, ist die 4er-Box. Da muss man halt das wieder anpassen. Und wir gestalten jetzt, wie gesagt, die 8er-Box. Das wird dann auch hiermit verbunden. Und das kann dann auch schon mal zur Seite. Denn wir fangen an, die Sachen erstmal zu falzen. Alle Falzlinien einmal nachgehen. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Also nachdem ich jetzt alles schon mal vorgefalzt habe, müssen wir jetzt noch diese mittleren Falzlinien nachfalzen. Also ich biege das dann. Sieht man mich gar nicht. Denn da nehme ich jetzt die Finger und deute die quasi an. Also da gehe ich jetzt nicht mit dem Falzbein entlang. Damit wir nämlich diese halbe Rundungen bekommen. Dann legt sich das Papier sich schon später automatisch und wir können dann besser die Klebelaschen mit verbinden. Dann haben wir das schon mal fertig. Und dann, das ist das, was oben hinkommt. Also wir fangen erst unten an zu kleben an, bevor wir die restliche Vase damit verschließen. Das ist oben, das ist unten und damit fangen wir, wie gesagt, an,
die Teile mit zu verbinden. Da nehme ich doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen. So, ich habe jetzt überall schon mal mein Klebeband drauf gemacht. Wir fangen an mit der linken Seite. Wenn wir das jetzt so vor uns liegen haben. Und dann verbinden wir die ganzen Seiten damit. Wie gesagt, erst nur unten fixieren. Weil wir nämlich unten bei der Box nämlich noch, also bei dem Boden noch was machen müssen. Und feste andrücken. Und so sieht das Ganze schon aus. Jetzt fehlt da unten natürlich der Boden, den machen wir jetzt auch. Da kleben wir jetzt ein Hexagon rein, beziehungsweise so eine achteckige Form. Denn das kommt nämlich jetzt ganz nach unten, damit wir schon mal eine Stabilität haben zu dieser Vase. Da mache ich das jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach mit dem Kleber hier entlang. Dann haben wir nämlich dann schon mal den Boden für die Vase. Und dann kann man wieder besser weiterarbeiten. Hier bin ich ein bisschen schief geraten. Aber macht nichts. Flüssigkleber genommen habe, kann man damit noch gut spielen. So sieht das Ganze aus. Das drehen wir einmal um. Denn jetzt machen wir eben den Boden weiter fertig. Hier klebt das noch nicht richtig. Das sieht kompliziert aus. Es ist einfach nur halt, ja, so die ersten Schritte, die ein bisschen quickie sind. Deswegen sieht auch meine, die erste nicht so toll aus. Wie gesagt, ich probiere immer am Anfang mit Papier aus, was ich gar nicht so benötige, was nicht mehr so schön ist. So mache ich meine Muster erst. Und dann, wenn ich sicher werde und auch sauberer werde, dann weiß ich auch hinterher, wo was auch hingehört, ne, an Deko-Elementen oder wie auch immer. Und dann kann ich dann halt die Farben so anpassen, wie ich das gerne haben möchte. Oder ich nehme Spiegelkarton und. Oder wie gesagt, bevor man das zusammenklebt, kann man natürlich hier diese Deko-Elemente noch mit reinstanzen. So hat man dann wie so eine Art Lampion oder wie so eine Art Laterne. Und ja. So sieht das Ganze dann schon mal aus. Dann kümmern wir uns um dieses lange Ding hier, also um diesen Balken. Bevor ich das jetzt weiter zusammen fixiere, weil das muss ja einmal verbunden werden, werde ich jetzt hier noch doppelseitiges Klebeband anbringen. Das geht für mich schneller. Also ich habe das bei der Judy so gesehen, sie gerade bei runden Elementen, die geht da mit doppelseitiges Klebeband entlang, was natürlich stark haftend ist, so wie das rote jetzt hier. Klar könnte ich jetzt auch vereinzelt Flüssigkleber benutzen, geht auch natürlich. Nur ich brauche da manchmal eine zweite, dritte Hand für, weil wegen Warten und so weiß ich es. Klebt gleich sofort. Das Einzige, was ich jetzt hier mit Flüssigkleber mache, ist noch die Verbindung hiermit. Das mache ich jetzt mit den Fingern hier eben, so dass das halt ja ein Achteck sich bilden kann. Und ja, das kommt jetzt hier unten dran jetzt. Also ich löse jetzt Stück für Stück die Folie ab. Also bevor ich jetzt alles abmache, gehe ich jetzt Stück für Stück und trenne die Folie von dem Kleber ab und gehe dann Stück für Stück
an den Ecken entlang und so spinnet, so habt ihr es einfacher, das Essen in der Hand und ihr arbeitet sauber. Also ihr kommt zu einem besseren Ergebnis. So, und so schaut das Ganze aus. Zur Stabilität habe ich deswegen auch vier von diesen, von diesem Element ausgestanzt. Das setze ich jetzt einmal hier rein. Einmal feste andrücken, am besten mit dem Falzbein. Und so sieht das Ganze schon aus. Das wird jetzt hier drauf gesetzt. Wir haben ja noch ein viertes Element. Das werde ich jetzt auch hier drauf kleben, damit wir einen schöneren Abschluss haben. Auch wenn wir das nicht sehen durch diesen Podest oder durch diesen Boden. Aber ich finde immer noch, dass man dann halt also die Verpackung gibt mehr Stabilität ab. Und sieht halt schöner aus. Andrücken. Ja. Und das kommt jetzt hier drauf gesetzt. Da gehe ich auch Stück für Stück jetzt hier entlang. Und schon haben wir den Boden schon fertig. Und dann können wir schon diese hier, die Seiten schon mal fixieren. Da gehe ich jetzt einmal ganz schnell mit einem Flüssigkleber entlang, weil jetzt haben wir ja einmal die Halterung. Auf jeden Fall sieht das schon mal das Ganze so aus. Jetzt fehlt natürlich noch, ja, was fehlt denn da noch? Der Deckel, der fehlt noch. So, das stellen wir erstmal zur Seite. Und jetzt kümmern wir uns um diese Teilchen. Das sind die schmaleren Kanten. Das wird der Deckel sein. Und die müssen wir natürlich jetzt auch erstmal verbinden. Das hätte ich auch schon vorher machen können. Aber ich wollte jetzt einfach Step by Step die Anleitung lang gehen. Dann haben wir natürlich noch hier diese Laschen, die so nach innen gezeigt haben. Die müssen wir nach außen biegen, weil genau das habe ich nämlich hierbei vergessen gehabt und hier ebenfalls. Die werden einmal nach oben gebogen, also nach außen. Und deswegen müssen wir nämlich jetzt auch noch diese Teilchen verbinden. Das ist nämlich der Schritt, den ich nämlich zuerst vergessen hatte. Die Grundvase ist schon fertig und jetzt kümmern wir uns noch mal weiter um den Deckel. Bevor ich das nämlich wieder mache, hier mit diesem Zusammenbinden, mache ich hier wieder Klebestreifen dran. Dann haben wir das nämlich auch schon. Und hier werde ich auch wieder Stück für Stück nach und nach die Folie abmachen und alles nachziehen. Hier habe ich nicht richtig gefalzt, aber das ist nicht schlimm. Jetzt setzen wir das noch mit rein. Dann haben wir noch, das ist jetzt der Deckel, der kommt natürlich dann hier drauf. Und dann kommt hier oben drauf nochmal das gleiche, nur kleiner. Auch da kommt wieder. Also mache ich auf jeden Fall doppelseitiges Klebeband. Also das ist das gleiche Prinzip wie das mit dem Boden. Weil wir haben ja hier noch zwei Teilchen. Und das ist quasi der Knopf oder der Griff für die Vase.
Wenn wir das gemacht haben, dann ist es wieder einfacher etwas. Ich werde jetzt noch zwei von denen ausstanzen. Ne, noch eine davon ausstanzen. Weil dann hat das auch noch mal ein bisschen mehr Halt. Und das wird jetzt hier oben noch drauf gesetzt. Dann nehme ich auch am besten hier doppelseitiges Klebeband. Ja, und dann ist die Vase schon fertig. Ich messe das mal eben aus. Ausdekorieren tue ich gleich. Ah, ne, 15. 15 cm. Also diese große Vase hat eine Größe von 15 cm. Und ja, circa 16, 16,5 cm in die Breite. Und ja, das ist die Vase, die ich jetzt gestaltet habe. Das ist, wie gesagt, die Viererbox. Das war mein Prototyp. Das war die Sechserbox und das ist die Achterbox. In Anführungsstrichen Vase. Ja, und da könnt ihr natürlich eure Kekse reintun. Ihr könnt das jetzt auch weihnachtlich gestalten. Genau, das passt nämlich auch jetzt super, wenn ihr Weihnachtspapier benutzt oder wie gesagt, ihr könnt das auch so ausstanzen, dass halt Löcher in diesem, dass Deko-Elemente quasi schon reingestanzt sind und dann könnt ihr das auch als Teelichthalter verwenden. Bitte denkt dran, ganz wichtig, flammlose Teelichter, ja, sonst, das wollen wir alle nicht. Und ja, das ist eine wunderschöne Vase. Ich werde jetzt noch ein bisschen ausdekorieren. Ich gucke mal, was ich so mache. Ja, das Endergebnis seht ihr dann nachher. In dem Fall jetzt gleich. So, nachdem ich die Vase jetzt zu Ende dekoriert habe, ich habe sie bewusst schlicht gelassen, weil ich sie gerne in meinem Wohnzimmer hinstellen wollte, auf dem Regal. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch eine weitere Vase gestalten, denn ich möchte gerne mir noch einen Teelichthalter noch gestalten. Da braucht man ja dann diese Teilchen hier. Und ja, auf jeden Fall nie echtes Feuer benutzen, ne, weil das Papier ist. Denn es gibt ja mittlerweile eher diese flammlosen Teelichter und das wollte ich dann. Ja, damit mein Wohnzimmertisch ein bisschen aufhübschen, vielleicht auch weihnachtliche Farben benutzen. Mal schauen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt diese Viereckbox bzw. Vase gewesen. Hier habe ich den Verschluss bewusst zugelassen. Hier ist diese Öffnung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Anleitung. Und wenn euch das gefallen hat, wünsche ich mir gerne ein Däumchen nach oben. Und ja, das Abonnieren ist kostenlos. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit, wenn ihr dieses Standschablonenset auch bestellt. Und ja, wenn ihr gerne Inspirationen mit uns teilen möchtet. Geht gerne unter der Facebook-Gruppe Tonic Studios Deutschland. Habe ich unten auch in der Infobox verlinkt. Ja, dann, wie gesagt, sage ich dann bis dann. Tschüss.